Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zum Thema Fußball und Statistik. Sind die Fans wirklich der zwölfte Mann oder ist es egal, ob Zuschauer im Stadion sind oder nicht? Und gibt es dabei einen Unterschied zwischen der Damen- und Herrenfußball-Bundesliga? Die Geisterspiele in der Covid-19-Pandemie bieten uns die einmalige Gelegenheit, diese Fragen statistisch zu untersuchen. Mein Name ist Wolfgang Bischoff, ich bin Mathe-Prof, Statistiker und Fußballfan. Nach dem Intro steigen wir ein in die faszinierende Welt der Sportstatistik. Ich freue mich auf dich. Fangen wir doch gleich mit der ersten Frage an. Gibt es den Heimvorteil? Die Untersuchung des Heimvorteils im Fußball hat eine lange Tradition. Wie du vielleicht weißt, sind die Briten ein sportbegeistertes Volk von Hobbystatistikern. Und so hat es mich überhaupt nicht gewundert, dass im altehrwürdigen britischen Journal of the Royal Statistical Society bereits 1995 ein grundlegender Artikel zu dem Thema veröffentlicht wurde. Dieser und viele weitere Artikel belegen den Heimvorteil im Fußball statistisch signifikant. Aber ist dieser Vorteil auch noch da, wenn kein Publikum im Stadion ist? Die Süddeutsche Zeitung meldete im November 2020, dass Geisterspiele ohne Publikum das Aus des Heimvorteils bedeuten und zitiert dabei eine Studie von Professor Skopa aus Kalabrien. Wenn man aber die Daten bis zum Ende der Saison analysiert, sprechen diese eine andere Sprache, wie du gleich sehen wirst. Zur Untersuchung betrachten wir die Paarung zwischen zwei Mannschaften, also Hin- und Rückspiel, als kleinste Einheit. Dabei klassifizieren wir alle Paarungen als Heim-, Kein- oder Auswärtsvorteil. Bei Bayern gegen Dortmund trat kein Vorteil auf, da Heim- und Auswärtsmannschaften gleich viele Punkte erzielten. Bei Leverkusen gegen Hertha erzielten die Heim mehr Punkte als die Auswärtsmannschaften. Das ist ein Heimvorteil. Bei Mainz gegen Köln lag ein Auswärtsvorteil vor und bei Freiburg-Bielefeld wieder ein Heimvorteil. Im Folgenden betrachten wir nur Paarungen, bei denen entweder ein Heim- oder ein Auswärtsvorteil auftrat. Schauen wir uns den ersten und 18. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga der Herren in der Pandemiesaison 2021 an. In den 9 Paarungen gab es 3 Auswärts- und 2 Heimvorteile. Über die gesamte Saison hinweg gab es 52 Paarungen mit Heimvorteil, blau, und 32 Paarungen mit Auswärtsvorteil, rot. Das sind insgesamt 84 Paarungen mit Heim- oder Auswärtsvorteil. Wir legen alle Paarungen schön geordnet nach rechts und sortieren die Heimvorteile nach vorne. Man sieht nun auf einen Blick, dass es in der Pandemiesaison 52 Paarungen mit Heimvorteil gab. Gäbe es keinen Heimvorteil, dann wäre die Chance auf einen Heimvorteil 50% und wir würden bei 84 Paarungen im Mittel nur 42 Heimvorteile erwarten. Um zu überprüfen, wie oft beim zufälligen Werfen ein Heimvorteil eintritt, stellen wir uns jede Paarung als faire Münze vor. Nun werfen wir zufällig alle 84 faire Münzen und sortieren wieder die Heimvorteile an dem Beginn. Wir erhalten 46 Heimvorteile. Das wiederholen wir nun. Nochmal, nochmal und nochmal. Beim 47. Mal ist es soweit. Wir erhalten bei den fairen Münzwürfen 54 und damit mehr als 52 Heimvorteile. Und beim 75. Mal ist es wieder soweit. Genau 52 Heimvorteile. In allen anderen Simulationsläufen hatten wir weniger als 52 Heimvorteile. Insgesamt gab es in unserer Simulation also 2 von 100 Mal mindestens 52 Heimvorteile. Diese Wahrscheinlichkeit nennt man den P-Wert des Tests auf Heimvorteil. Je kleiner der P-Wert, umso statistisch signifikanter ist der Heimvorteil. In unserem einfachen Beispiel kann man den P-Wert auch berechnen. Das können aber nur wenige Mathe-Cracks im Kopf. Lehrer und sehr alte Professoren benutzen Tabellenwerke, um diese Wahrscheinlichkeiten nachzuschauen. Ah, oh, da ist es ja schon. Jetzt nur 1 minus das gerechnet und schon habe ich meinen ungefähren P-Wert von 1,5%. Alle anderen benutzen Statistiksoftware, zum Beispiel R,
Das geht ganz einfach und sogar mit dem Smartphone auf der einsamen Insel, falls man das Tafelwerk vergessen haben sollte. Wir erhalten 1,9%, was tatsächlich ungefähr unseren simulierten 2 von 100 entspricht. Für die 5 Saisons vor Corona sind die P-Werte noch deutlich kleiner, was erst recht für den Heimvorteil spricht und darauf hindeutet, dass der Heimvorteil mit Fans größer war als ohne. Aber dazu später mehr. Wie sieht es bei den Damen aus? Auch in der Tabelle der Damen erkennt man in jeder Saison einen Heimvorteil. Dieser fällt allerdings oft sehr klein aus. Nur wenn man alle 6 betrachteten Saisons zusammen betrachtet, ist der Heimvorteil überhaupt statistisch signifikant. Ein schwächerer Heimvorteil in der Pandemiesaison ist nicht ersichtlich. In 3 der 5 Saisons vor der Pandemie war der Anteil an Heimvorteilpaarungen kleiner als in der Pandemiesaison. Aufgrund dieser Ergebnisse vermute ich, dass die Fans im Stadion bei den Damen nicht oder nur sehr wenig zum Heimvorteil beitragen. Ob dies daran liegt, dass die Damen fokussierter auf ihren Sport und damit nicht so leicht durch Fans beeinflussbar sind, oder ob es daran liegt, dass bei den Damen prinzipiell weniger Fans kommen, kann ich nicht beurteilen. Konzentrieren wir uns nun auf die Spiele der ersten Fußball-Bundesliga der Herren und widmen uns der zweiten Frage. Haben die Fans im Stadion einen Einfluss auf den Heimvorteil? Die Geisterspiele in der Corona-Pandemie bieten uns erstmalig die Gelegenheit, den Einfluss der Fans von anderen Einflüssen auf den Heimvorteil zu trennen. Genau dies habe ich in einer kurzen 4-seitigen Abhandlung getan. Den Link zur Abhandlung findest du unten in der Beschreibung zum Video. Wir haben gesehen, dass in der Corona-Saison 2021 immer noch ein Heimvorteil nachweisbar ist, der aber nicht mehr so ausgeprägt ist wie in den Vor-Corona-Saisons. Die Frage ist nun, ob dieser Rückgang und damit der Einfluss der Fans statistisch signifikant ist. Betrachten wir dazu wieder nur die Paarungen, bei denen entweder ein Heim- oder ein Auswärtsvorteil bestand. Die 5 Saisons vor der Pandemie fassen wir in einer Zeile zusammen. Wir stellen fest, dass die Quote Heim- zu Auswärtsvorteil von 21 zu 10 mit Zuschauern auf 16 zu 10 ohne Zuschauer gesunken ist. Um zu prüfen, ob diese Daten reichen, um den Einfluss der Fans signifikant nachzuweisen, wählen wir den exakten Test von Fischer und erhalten einen P-Wert in Höhe von 18%. Auf einem typischen Niveau von 5% ist dies zwar nicht signifikant, aber dennoch spricht auch dieser P-Wert noch für einen positiven Einfluss der Fans im Stadion auf die Heimmannschaft. Welche Vereine besonders unter den fehlenden Fans gelitten haben, untersuchen wir im letzten Abschnitt. Die Geisterspiele in der Pandemie haben eine sehr unterschiedliche Auswirkung auf den Heimvorteil der einzelnen Bundesliga-Clubs. Hier hinten auf der Tafel habe ich nach oben abgetragen die Häufigkeit für den Heimvorteil und nach rechts die Saison. Zuerst die 5 Vor-Corona-Saisons und als letztes die Corona-Saison 2021. Während man bei Dortmund und Mainz einen ganz klaren Rückgang des Heimvorteils in der Pandemiesaison sieht, ist bei den Bayern kein Knick ersichtlich. Und wenn die Schalke-Fans glauben, dass ihr Verein nur deswegen abgestiegen ist, weil keine Fans im Stadion waren, sollten sie sich mal die Daten anschauen. Im Vergleich zur letzten Saison, die komplett mit Zuschauern gespielt worden ist, ist der Heimvorteil von Schalke gestiegen. Eine tabellarische Übersicht mit allen Clubs findest du in meiner bereits erwähnten Abhandlung. Für einzelne Clubs sind die Daten statistisch meistens nicht signifikant. Da müssten wir noch eine Saison mit Geisterspielen spielen. Als Fußballfan hoffe ich aber nicht darauf. Zum Schluss nochmal zu unseren Fragen. Gibt es den Heimvorteil? Ja. Haben die Fans im Stadion Einfluss auf den Heimvorteil? Bei den Männern? Vermutlich ja. Bei den Damen? Eher nicht. Welche Clubs profitieren von den Fans im Stadion bei den Heimspielen? Wir haben gesehen, dass am meisten Mainz 05 und Borussia Dortmund profitieren.
Ganz zum Schluss möchte ich dich noch auf einen Artikel hinweisen, der das Thema viel intensiver und tiefer behandelt als ich. Den Link zum Artikel findest du wieder unten in der Videobeschreibung. Die Gruppe um Professor Memmert von der Deutschen Sporthochschule in Köln hat nachgewiesen, dass die Benachteiligung der Auswärtsteams durch den Schiedsrichter durch mehr gelbe und rote Karten verschwindet, wenn kein Publikum im Stadion sitzt. Außerdem schießt die Heimmannschaft öfter aufs Tor, wenn Fans im Stadion sind, als wenn keine Fans im Stadion sind. Trotzdem konnte auch Professor Memmert nur einen leichten, nicht signifikanten Einfluss der Fans auf den Heimvorteil in Punkten gerechnet ausmachen. Mit diesem interessanten Ergebnis verabschiede ich mich. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Dein Wolfgang Bischoff.